katholischen Kirche. Der nächste Mann ist ein Weltenbummler mit Herz, dem besonders der Kontakt mit Menschen ein Anliegen ist. Seit 15 Jahren verbindet Werner Puntigam mit seiner Musik verschiedene Kulturen und ist dafür vor kurzem mit dem Großen Landespreis für interkulturellen Dialog ausgezeichnet worden. Es ist das Ungewöhnliche, das Werner Puntigam magisch anzieht. Spieltrieb und Neugierde sind die Quelle für sein umtriebiges Schaffen. Und so greift der Komponist und Posaunist zum Muschelhorn und nicht etwa zum Blechblasinstrument. In der Musik ist ihm vor allem eines besonders wichtig. Das Versuch, einen eigenen Sound zu kreieren, der jetzt nicht die zickte Kopie von irgendeiner Besetzung ist oder von einer herkömmlichen Besetzung ist, sondern ich versuche schon einen sehr eigenen Klang mit meinen Projekten zu finden. Afrika, genauer gesagt Maputo, die Hauptstadt von Mosambik, ist neben Linz die zweite Heimat von Werner Puntigam. Vor allem die Mentalität der Menschen dort hat bei ihm Eindruck hinterlassen. Diese Herzlichkeit, diese Offenheit, Neugier dem Fremden gegenüber, die Kontaktfreudigkeit und vor allem, wenn man sieht, welche Lebensfreude die Leute dort haben, obwohl sie mit ganz wenig auskommen müssen. Meine Arbeit orientiert sich weder am Mainstream, noch ist sie kommerziell ausgerichtet, sagt Werner Puntigam über sich selbst. Es ist schon extrem spannend, gerade in so einer Konstellation, die nicht so herkömmlich ist, und bringt auch fürs Publikum wieder sehr viele neue, überraschende Momente. Vielmehr geht es ihm um das Überwinden der Kontinente. Und so sind es auch die Menschen, die beim 49-Jährigen die Hauptrolle spielen. Das bezeugen auch seine Fotografien, die zweite Leidenschaft von Werner Puntigam. Ich würde an jeden eigentlich empfehlen, dass er egal wohin, einfach eine Zeit lang mal im Ausland verbringt. Das kann, man sieht erstens einmal, wie Leute woanders und anderen Lebensverhältnissen und Situationen zurechtkommen und wie sie trotzdem ihr Leben meistern. Werner Puntigam, einer, der offen auf die Menschen zugeht. Eine Lebensphilosophie, von der man sich ein Scheibchen abschneiden kann.